Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Roland Rost. Ich bin Leiter der Edison Akademie und möchte Ihnen heute die neu gestaltete Seminarreihe zum Thema Controlling vorstellen. Hierzu habe ich heute den Kooperationspartner, Herrn Prof. Dr. Steinhübel, eingeladen. Er ist Geschäftsführer der IFC Ebert Gruppe und ist Controlling-Experte, er ist Hochschuldozent, er ist Berater und selbst ein erfolgreicher Unternehmer. Er berät und begleitet Unternehmen auf dem Weg, erfolgreich Controlling einzuführen. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere gute Zusammenarbeit noch weiter ausbauen können. Die neue erweiterte Seminarreihe Controlling besteht jetzt aus mehreren Seminaren und auch Online-Schulungen. Sie werden in diesen Seminaren und Online-Schulungen Grundlagen als auch Aufbauwissen erlernen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den bisherigen Seminaren haben uns sehr gute Noten ausgestellt. Sie haben uns auch in persönlichen Gesprächen dazu aufgefordert, an diesem Konzept weiterzuarbeiten. Diesem Wunsch kommen wir natürlich sehr gerne nach und haben dies auch so umgesetzt. Aber hören Sie selbst, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu diesen Seminaren zu sagen haben. Die Videos finden Sie im Internet. Widmen wir uns nun dem Seminar CO50, der Steuerberater als Kontrolle seines Mandanten. Bereits 2013 informierte der Bund der Selbstständigen in Bayern über hohe Insolvenzzahlen bei Kleinunternehmen. Jeder Mandantenverlust durch Insolvenz geht aber auch einher mit einem finanziellen Verlust für die Steuerkanzlei. Zu oft und zu spät folgen Mandanten den Empfehlungen und Hinweisen ihrer Steuerberater nicht. Herr Professor Steinhübel, ist Controlling für die Steuerkanzlei relevant und wäre eventuell durch den Einsatz eines Controlling-Systems Mandanteninsolvenzen vermeidbar? Ja, die Insolvenzursache Nummer 1 ist ein fehlendes Controlling-System. Und wenn der Steuerberater hier die Verantwortung nimmt und sagt, ich baue das Controlling-System für meinen Mandanten auf, dann kann er hier tatsächlich der Insolvenz Einhalt gebieten, indem er frühere Informationen gewinnt, tiefergehende Informationen, detaillierte Informationen und somit seinem Mandanten frühzeitiger, rechtzeitiger auf Schwachstellen hinweisen kann, sie konkret ansprechen kann im Hinblick auf Produkte, im Hinblick auf Innovationen, im Hinblick auf Märkte, im Hinblick auf Kunden. Und das in einem Controlling-System abgebildet zu haben, gibt ihm dann ja noch die Chance, das mit Zahlen zu unterlegen. Und deshalb ja, ein relevantes Produkt, Dienstleistungsprodukt, was die Steuerkanzlei heute besitzen sollte, ist auch ein Controlling-System für den Mandanten aufzubauen. Da gehen wir auch ziemlich in die Strategie. Was verstehen Sie hier unter strategischen Aspekten? Ja, strategische Aspekte heißt, der Steuerberater muss in diesem Controlling und muss in seiner Beratung nicht nur auf Umsatz und Kosten schauen, sondern er muss auch dem Mandanten Fragen stellen wie: Was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was sind die Chancen und Gefahren, wie entwickelt sich die Technologie? Denken Sie an Themen wie Digitalisierung, Industrie 4.0, Big Data. Dann das ganze Thema Personal, Demografie. Und das heißt, all diese strategischen Themen, die man als Unternehmer im Tagesgeschäft gerne vergisst, die müssen auf den Teppich und die müssen strategisch untersucht werden. Das bedeutet aber, dass das Controlling ja für den Steuerberater auch wichtig sein kann für eine zukunftsfähige Führung der Mandanten. Ja, einerseits, er führt damit den Mandanten, er hilft dem Unternehmen als Mandant mit Sicherheit, sich besser in die Zukunft hinein zu positionieren. Damit gelingt dem Unternehmen, seine Existenz zu erhalten. Damit hat der Steuerberater einen Mandanten und in der Summe haben beide eine Win-Win-Situation, die nur funktioniert, wenn der Steuerberater in dieser Reflexionsrolle spielt, nämlich immer und immer wieder den Unternehmer, die Unternehmerin mit strategischen, mit Zukunftsfragen kritisch zu reflektieren. Wie können Steuerberater mit dem Thema Controlling noch weitergehen und sich als Businesspartner für Mandanten empfehlen? Dann, wenn es dem Steuerberater gelingt, sich auch in die Strukturen und Prozesse des Mandanten hineinzudenken, über die reine Zahlenbetrachtung des Mandanten hinaus, sich mit Fragen zu wappnen hinsichtlich, was machen wir in 3 Jahren, wenn dieses Produkt nicht mehr vom Markt nachgefragt wird. Das heißt, diese Idee der Controller als Businesspartner
spiegelt wieder die Entwicklung, dass wir im Controlling uns aus dem Keller quasi nach oben entwickelt haben, vom Registrator zum Innovator, zum Navigator und jetzt eben zum Businesspartner. Und der Steuerberater kann diese Rolle deshalb so perfekt spielen, weil er A, eine lange Beziehung hat zu seinem Mandanten und B, die Umfeldsituation kennt, auch die familiäre Umfeldsituation in der Regel. Und auch dann letztendlich auf Basis dieser gewachsenen Beziehung in diese Rolle hineinschlupfen kann. Mit dem Controlling-Seminar CO50 für Steuerberater wollen wir hier in Theorie und Praxis den Nutzen des Controllings für die Beratung Ihrer Mandanten herausarbeiten. Professor Steinhöbel, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Interview, dafür, dass Sie unseren Kunden und allen Interessierten hier einen sehr guten Einblick in die neu initiierte Controlling-Seminarreihe der Edison Akademie vermitteln konnten. Ja, sehr gerne, Herr Rost. Sehr gefreut, hier wieder Rede und Antwort zu stehen. Ich würde mich freuen, wenn wir sehr viele Steuerberater als Gäste, als Teilnehmer unserer Seminarreihe begrüßen können, denn ich denke, wir haben hier was sehr Außergewöhnliches und Gutes zusammen aufgebaut. Ihnen vielen Dank und viel Erfolg. Dies ist nur ein kleiner Einblick in das Thema Controlling. Ohne Zweifel handelt es sich dabei um ein interessantes und auch wichtiges Thema für alle, die bereits beratend sind oder vielleicht mit dieser Dienstleistung starten möchten. Nutzen Sie die Gelegenheit, in einem Seminar sich mehr Impulse und Informationen zu diesem Thema zu holen. Wir würden uns sehr freuen, Sie in einem der Seminare begrüßen zu dürfen. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns einfach, schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Die Kontaktdaten der Edison Akademie finden Sie natürlich auf der Homepage. Musik